Also Freunde, willkommen in Brand-Erbisdorf. Da seht ihr's. Ja, Freunde, haben wir schon mal den Kulturhauptstadt Citylink in Brand-Erbisdorf erleben können. Das denke ich, hat doch schon mal was auf alle Fälle. Und übrigens den Kulturhauptstadt Citylink in 442 bin ich schon selber gefahren, der TF-Ausbildung. Also Freunde, jetzt hier in Bertelsdorf, vielleicht hört man schon so ein bisschen, es fängt an mit Gewittern, aber macht mir natürlich nichts aus hier, denn hier steht eine 218er, aber fällt euch da was auf? Da fehlt die Drehgestelle. Ja gut, das ist leider echt ein trauriger Anblick, eine schöne 218er, aber halt ohne Drehgestelle, also die ist definitiv außer Dienst. Schade zu sehen, muss ich auf alle Fälle sagen, aber halt, sie gibt es wenigstens noch. Aber ja gut, naja, schönes Ding und natürlich auch die Signalanlagen. Die hier hinten, das sind perfekte Beispiele für die TF-Ausbildung, sage ich euch, die Dinger hier. Und zwar zuerst, da oben, Flüge, gerade jetzt auf HP0, kann theoretisch noch HP1 anzeigen. Dann das weiß-rot-weiße Mastschild. Also wer jetzt in Stutzen kommt, der hat Pech, es gibt bei Formsignalen keine Mastschilder, das da ist einfach bloß eine bessere Kenntmachung, dass es ein Hauptsignal ist. Oh ja, darunter was Schönes, in dem Fall haben wir hier eine M-Tafel, was bedeutet, wir dürfen auf mündlichen oder fernmündlichen Befehl oder Auftrag hier dran vorbeifahren, falls das Hauptsignal gestört ist oder irgendein Murks anzeigt oder halt eben wie jetzt halt zeigt, dürfen wir auch mündlich dran vorbeifahren. Und darunter sieht man das Ding noch, das ist ZS-103. Das bedeutet, das Hauptsignal gilt nicht für Rangierabteilungen. Das heißt, wenn du in Rangierfahrt bist, kannst du dieses Hauptsignal getrost ignorieren und fährst einfach dran vorbei. Und natürlich wie hier noch, jedes Signal hat eine Bezeichnung, wie zum Beispiel hier D, da drüben ist es B. Da wird man dann, wenn man einen Befehl schreibt oder irgendwie sowas, auch das Signal angeben kann, an dem man sich gerade befindet. Und ja, hier sieht man es noch leicht. Kurbel, also die ganze Mechanik noch. Und hier oben haben wir auch noch was Besonderes, und zwar ein ZS3 mit Kennziffer 4 in dem Fall. Ja, waren damals Sparmaßnahmen, weil ihr seht, das Ding hat nur einen Flügel. Man könnte theoretisch HP2 anzeigen lassen, aber hier nicht, denn dafür haben sie einfach das kostengünstige ZS3 mit Kennziffer 4 hingepackt. Denn wenn wir jetzt hier theoretisch zwei Flügel senkrecht nach oben gestreckt hätten, dann könnten wir HP2 anzeigen, was bedeutet aus Langsamfahrt. Langsam fahrt es immer grundsätzlich 40 km/h, wie es in dem Fall hier angezeigt wird.
Habe ich eigentlich schon gesagt, was ein ZS3 eigentlich ist? Und zwar ganz einfach. Die angezeigte Geschwindigkeit darf vom Signal ab im anschließenden Weichenbereich nicht überschritten werden. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr eine TF-Ausbildung macht, ihr müsst genau das in- und auswendig lernen. Wie da drüben M-Tafel, Zustimmung, na gut, bei der M-Tafel weiß ich es gerade gar nicht. Ich glaube Zustimmung durch mündlichen oder fernmündlichen Auftrag. Und ja, darunter haben wir eben noch das ZS-103, das Hauptsignalgedicht für die Regieabteilung, hatten wir schon da vorne. Um uns so ein bisschen den Rücken zu kehren, haben wir auf jeden Fall eine doppelte Pfeiftafel, würde ich mal stark tippen. Darüber ein Schild mit zwei Streifen, die horizontal sind, bedeutet, wenn der Triebfahrzeug, also wenn der Zug hier vorbeifährt und am gewöhnlichen Halteplatz nicht zum Stehen kommt, muss er hier pfeifen. Aber da in dem Fall unser Zug daher gleich kommt, hier auf jeden Fall zum Stehen kommt, hier vorne gleich am Bahnsteig, muss er hier in demzufolge nicht pfeifen. Und dieser Pfeiftafel wird am Bahnsteig hinten nochmal wiederholt. Und darunter haben wir, vermutlich von der Strecke würde ich behaupten, einen LF4. Was bedeutet? Ja, fragt mich gerade nicht, was das LF4 gleich noch ist. Das ist bei uns nämlich, beim LF4 und LF5 ist es schwierig. LF4 und LF5 gibt es im DV-Bereich und im DS-Bereich. Also im Westen und im Osten ist es genau nochmal unterschiedlich. Und daher kann ich gar nicht sagen, das ist nämlich genau unterschiedlich bei beiden. Ist ein bisschen ein Problem. Auch was die Bezeichnung angeht, wie gesagt. Falls ihr auch eine TF-Ausbildung macht, ihr dürft alles lernen. Jedes einzelne Signal. Bis auf manche Exoten, die müsst ihr nicht lernen, wie zum Beispiel SK-Signal oder SV. Das kommt bei uns nicht dran. Das seid ihr fort in der Infrastruktur, dann müsst ihr es lernen. Gut, und wenn wir natürlich schon mal schöne 218er hier rumstehen haben, können wir da mal ein bisschen näher einen Blick drauf werfen. Was sehen wir da? Da unten zuerst hier. Aber die Zugsammelschiene, wie ihr sehen könnt, das einmal hier oben ist. Das ist der Stecker und hier unten hat man eine Kupplung, falls wir was anderes haben. Sieht zumindest von diesem aus. Daneben haben wir Schraubenkupplung, die beiden Pufferteller. Zwischendrin haben wir noch Hauptluftleitung, Hauptluftbehälterleitung. Dann weiter oben haben wir hier die beiden Dosen da oben. Das sind die UIC bzw. die S-Steuerleitung. Falls wir jetzt hier mit einem Wagenzug oder so fahren würden, das ist für Türsteuerung, Lichtsteuerung, Heizung oder so, glaube ich, müsste, oder Klimaanlage. Wenn wir hier einen Steuerwagen oder sowas hätten, könnten wir damit, wäre es dann wieder noch. Und ja, das wäre das ganze Zeug. Und ah ja, Lautsprecher durchsagen, das geht auch noch drüber. Dann natürlich vorne unser 3-Punkt Spitzendicht, einmal hier. Und die Rücklichter, wie ihr es sehen könnt. Also einmal unten die beiden Lichter in Rot, ZG2 und dieses bei Spitzendicht, ZG1. Oh ja, wie gesagt, Schraubenkupplung haben wir vorne dran, bei der Lok. Oh ja, wie gesagt, eben keine Drehgestelle, hier ist nichts mehr dran. In der Mitte haben wir unten noch ein paar Lufttanks, hier unten noch ein Dieseltank. Na ja, vorne das Einzige, was man noch schöner sieht, ist ein Radvorleger. Sieht man auch nicht so häufig, wie ich finde. Naja, schade drum, muss ich sagen, aber ja gut. Wenigstens wird es noch ein bisschen erhalten hier in dem Fall. So, habt ihr es gesehen, Leute? Wie sichert man einen Bahnübergang, wenn keine Schranken drin da sind, weil nur nicht technisch gesichert ist? Ganz einfach. Ihr seht dort eine doppelte Pfeiftafel, die eben wie gesagt am Bahnsteig wiederholt wird, wenn man eben zum Halten kommt. Und ja, ganz einfach. Man fährt bis kurz vom Bahnübergang. Dann natürlich erstmal laut pfeifen. Schauen, dass der Bahnübergang geräumt ist. Hat man nochmal gehört jetzt beim Pfeifen. Und ja, danach, wenn der Bahnübergang frei ist und man gepfeift hat, fährt man bis Bahnübergang Mitte mit Schrittgeschwindigkeit und danach rollt man den Bahnübergang so schnellstmöglich
Also, man fährt einfach los, fährt einfach weiter, sagen wir es mal so. Wenn er eben geräumt ist, wegen frei von Fahrzeugen. Und ja, so sich mal eine Bahn bekommen, wenn wir jetzt hier in dem Falle keine Schranken da sind, nicht technisch gesichert ist. Und ja. Also Freunde, letzter Stopp für heute, Freiberg. Und ja, drüben sehen wir schon mal so ein paar Güterwagen rumstehen. Und, was momentan eine Rarität ist, eine ganze Menge Holz. Ich glaube, hier wird auf jeden Fall irgendeine Verladungsseite in Freiberg. Weil hier liegt einiges an Holz. Aber da drüben nochmal ein Haufen. Amtlich. Und man merkt schon, der Wettergott spielt nicht so ganz mit. Fängt langsam an zu gewittern, aber was soll's. Den einen Link hier nehmen wir noch mit und dann ist Feierabend für heute. Gut Freunde, das war es jetzt mit dem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, City Link in Freiberg sieht man jetzt nicht allzu häufig, wie ihr es sehen könnt. Ziemlich geile Geschichte auf alle Fälle, das diesmal gemacht mit der Aktion und ja, wir sehen uns demzufolge in einem anderen Video wieder, was keine Ahnung was sein wird. Bei meinem Kanal könnte vielleicht noch eine Maschine demnächst hier auf den Kanal kommen, was ziemlich geil ist, aber ja. City Link in Freiberg, mein neuer Arbeitgeber, das ist die Bahn Chemnitz. Wie gesagt, eine TF-Ausbildung habe ich damit, mache ich da momentan und ja. Den da hinten bin ich schon gefahren, den Kulturabstand City Link, da habe ich euch schon mal, kann ich euch schon mal sagen, schon selber gefahren. Es ist einfach nur absolut geil. Ja, wie gesagt, man muss einiges lernen und vor allem auch eine ganze Menge lernen. Also ich sag's euch, es ist amtlich, was man lernen muss, aber es macht Spaß. Muss man auf alle Fälle sagen, man muss alles lernen. Die ganzen Signale hier, jegliche Bezeichnung hat man zu lernen. Und ja, wer momentan zur Citybahn will, sie suchen momentan TFs. Also, wer Bock hat, kann gerne zur Citybahn kommen. Es ist eine harte Ausbildung, aber es macht Spaß. Mit den Worten verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also bis dahin, macht's gut und ciao.